Das ist aber praktisch für die, hier für die Sensendinger. Ne? Also für die schwingenden Äxte, wenn wir da durch müssen. Wo wir die, oder wo ich die Jogger immer durchjage und die sterben. Dafür ist es gut, damit können wir nämlich einfach durchlaufen. Müssen wir nicht mehr warten auf den perfekten Zeitpunkt, sondern wir machen einfach den Whirlwind und gehen einfach durch. Am besten, wenn die Äxte gerade nicht direkt vor mir stehen. Das wäre natürlich noch ein Punkt, den ich beachten sollte. Aber sonst wäre das gut. Guck mal, die hat mich ausgebremst, die Ziege. Willst du gegessen werden? Vielleicht sucht ihr neue Freunde. Das sind einige Ziegen hier. Voll süß. Das sind tote Ziegen. Das waren die Bären, glaube ich. Oder Skelette oder die oder der Drache, ich bin mir nicht sicher. Hallo? Was willst du denn? Hallo? Kann ich das nicht? Warte mal. Vielleicht so. Das geht nicht, ne? Ne, die ist zu schwer, glaube ich. Ne, ist zu schwer. Gut. Guck mal, doch, Ragdoll. Wird so nix. Verdammt. Ich dachte, man könnte vielleicht mit A die dann ziehen. Wie mit Gegenständen oder wie wir es auch mit unserer Freundin gemacht haben, die ich leider zurücklassen musste. Aber gut, aber gut. Ich gehe auf jeden Fall erstmal hier ins Gasthaus, bevor wir uns weiter auf den Weg zu den Banditen machen. Weil ich da auch gerne. Ich wollte noch in die Höhle rein, ne? Und dann gehen wir erstmal in die Höhle rein. Erstmal in die Höhle. Das müsste Bärenhöhle sein, von daher. Jetzt nicht zu schwierig werden. Ich speichere nochmal. Und dann müssen wir in Zukunft aufpassen, wo wir unser neues Pferd dann abstellen, weil. Oh, hallo. Lockpick, ein, das brauche ich nicht. Und dort einen Orkestecker nehme ich mit. Den hat es erwischt. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich eine Bärenhöhle. Pine Peak Cavern. Ich gehe mal wieder First Person. Zum jetzigen Zeitpunkt hätten wir uns wahrscheinlich eh schon gehört. Wenn hier was drin wäre. Ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, die beiden Bären, die hier gewohnt haben, die waren draußen. Die haben wir. Ich bin so hohl. Was war das? Sieht mich nicht. Wie lange der braucht, sich wieder auszurichten? Wie lange ich hier rumwackel? Haut nicht ernsthaft jetzt ab, oder? Jetzt nicht mehr. Schon sagen. Ich wollte schon sagen. Eisen. Korundum sogar. Es ist selten. Vergleichsweise. Ich weiß nicht, ob das. Ist das, ist das hausabhängig, wo, welche Erze man findet? Also mit Haus meine ich, ist es dingensabhängig, ortsabhängig. Bekommt man in der Whiterun-Gegend bekommt man in der Whiterun-Gegend mehr Eisen zum Beispiel, in der Riften-Gegend mehr Korundum und in Mortal bekommt man dann, keine Ahnung, Silber oder so, ich weiß es nicht. Ob das damit zusammenhängt oder ob das überhaupt irgendwie irgendwas hat. Was ist das hier, das normale Stein? Okay. Gut, das war wohl die einzige. Ist nicht so schlimm. Den Bär haben wir noch. Leider wollte abhauen, aber ich meine, ich muss auch irgendwie überleben, ne? Ich brauche ein bisschen Geld und ein bisschen Leder. Meine Schmiedekunst. Okay, das waren Fledermäuse, alles klar.
Das wäre so cool, wenn man sich als Vampir, wenn man sich als Fledermaus machen könnte und einfach wegfliegen könnte. Das kann man nicht. Zumindest in meinem Shop, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Guck mal, ach, da vorne ist es. Wir müssen sogar Richtung Haus. Also Richtung Haus. Richtung Gasthaus. Jetzt machen wir das mal. Machen wir das mal Richtung Gasthaus. Bisschen aufwärmen. Uns geht's ja. Wir sind ja wieder schon ein bisschen ausgekühlt. Ja, siehst du? You feel chili. Ich sag's doch. Ich fühle mich wie Chili con Carne. Oh, auch noch kommt eine Wache. Die haben wir übersehen. Light Splinted Body Shield. Okay. Riften Guard Shield. Steel Arrows, die brauche ich echt nicht mehr. Die War Axe nehme ich jetzt nicht mit in den Dagger. Komm. You there. You're the one they call Dragonborn. Was? I don't know what you're talking about. Your lies fall on deaf ears, deceiver. We know you are the false Dragonborn. You shall not stand in the way of the true Dragonborn's return. He comes soon, and we shall offer him your heart. When Lord Mirak appears, all shall bear witness. None shall stand to oppose him. Was? Time to die. What the fuck? Okay, warte. Find out who sent the cultists. Ja, das ist nächste Addon, das wir bestreiten wollen. Und damit ist offiziell introduced. Erster. Blue Butterfly Wing. Das ist was ein Arsch. Hat Butterflies gepflückt. Orders to Cultist. Okay, die Maske sieht halt schon nice aus irgendwie. Mal mit. Man weiß ja nie, wo sie an, da hinten. Ah, nicht getroffen, war ja klar. Das war jetzt das Standing Power. Was wollen die von mir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Bester True Dragonborn, ich hab keine Ahnung. Dwarven Oil. Das ist mir. Boah, das geht, das ist nicht so schwer. Lesser Soul Gem, nehme ich mit. Stuff of Frost Rune. Auch sehr gerne, danke. Okay, wir haben ein Item bekommen und zwar. Orders to Cultist. Board the vessel, Northern Maiden docked at Raven Rock. Take it to Windhelm, then begin your search. Kill the false dragonborn known as Hadvar Hulgarsson before he reaches Saltzheim. Return with word of your success, and Mirak shall be most pleased. Okay. Okay. Was genau? Travel to Saltzheim. Wo ist denn Saltzheim überhaupt? Das ist da oben, okay. Da bin ich doch, da gehe ich doch noch, da will ich doch gar nicht hin. Da will ich doch noch gar nicht hin. Ich mach das mal raus. Wir machen erstmal Jürgen Windcaller Proving Honor, können wir gerne machen. Zwindler Stan lassen wir auch mal drin. Und hier halt logischerweise dann noch der Bandit Leader. Ja, da müssen wir dann wahrscheinlich nach Riften das abgeben. Das ist auch toll. Super. Echt Bock drauf. Locate Radar's Remains. Ach, das wollen wir auch noch machen. Visit the Museum Dawnstar. Okay. Jarl Wilhelm or his second in command to join the Stormcloak Rebellion. Das will ich eh nicht machen. Find cash at the Periat Shrine. Okay. Bring the unusual gem to an appraiser. Das ist auch in Riften, glaube ich. Speak to General Tullius. Visit the Shrine of Azura to the south of Winterhold. Talk to Aventus Arantino. Das war Windhelm noch, stimmt ja. Ja. Aventus Arantino. Das wird auch interessant werden auf jeden Fall. Welcome to the Villa. Hallo, na? Just let me know. Ja, ich würde gerne in meinem Raum schlafen. Gehört er mir noch? Ah, fuck you. You fuck you! Pardon me, my lord.
Pardon me. Would you care to hear me play my lute? No, please go away. Hab ich irgendwas zum Ablegen noch, was hier in die Chest ist? Anscheinend bleibt's ja drin, deswegen. Weapons. Der da. Raus. Die Daggers. Raus. 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 Stuff of Frost. Raus. 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 Alles mal raus. Wir wissen ja nicht, was wir alles noch finden werden. Andererseits sollte ich auch nicht zu viel ablegen, weil am Ende. Aber dann so viel hier rumfliegen, dass wir das Zeug, was wir jetzt finden werden, bei den Banditen nicht mehr tragen können. Oder zumindest nicht mehr alles tragen können. Das wäre auch kacke. Warum ist hier eigentlich keine Bank direkt am Feuer? Muss ich mich hier wärmen? Ah. Schön warm. You feel completely warm, cool. Auf geht's raus. Ciao. Ciao. War schön hier. Bis zum nächsten Mal. Bitte fasst keiner meine Truhe an. Vor allem meine Truhe, als wäre da mein Name draufstehen. Locate Raiders Remains. Das ist direkt auf dem Weg. Das ist sehr, sehr praktisch. Sehr praktisch, ja. Sehr praktisch. Im Wasser, natürlich. You are freezing, scheiße. Raiders Necklace, Butterfly Wing, Ceradilic, Spattertail and Fish, Elf's Ear, Giant's Gold und Small Antlers. So, ich muss direkt wieder raus, ich sterbe sonst. I am drenched, ich weiß, ich muss sofort wieder ins Warme. Ich hab auch keine Ausdauer mehr, alles weg. Nee, ich klar, ist kein Fisch. Ich muss doch wieder ins Willemie Inn. Oder gehe ich noch schnell zu Nafi oder wie der heißt? Ich probiere es mal. Mal gucken. Ach, Clay, der ist okay. Komm, wir stören in dem Schlaf. Ich hab deinen Schmetter gefunden, die ist tot. Ich kapiere ihre Halskette. Hey, Narfi. Oh, Raider, Raider. You live among the clouds now, dear Raider. I found Raider's necklace. Oh, was sag ich denn? Raider! You saw Raider? Did you tell her Narfi cries? Did you tell her Narfi never said goodbye like mother and father? Sind wir ehrlich oder lügen wir ihn an? Ich weiß es nicht. Oh, was machen wir denn jetzt? Verdammt. Wenn wir ihm sagen, dass sie bald heimkommen, dann. Da checkt das doch eh irgendwann, oder? Ich glaube, ich bin einfach ehrlich. Oh no! No, no, no! Narfi never got to say goodbye! Now Narfi's all alone. At least Narfi has Raida's necklace. Reminds Narfi of his sister. Thank you for giving this to Narfi. Oh Mann. What are you doing that for? Ja, Entschuldigung, ich wollte hier langlaufen. Es tut mir leid. Ich hab quasi gerade die Halskette gebraucht. What are you doing that for? Genau, ein bisschen freundlicher sein, Kollege. Ja, ich bin nicht dran schuld, dass deine Schwester tot ist. Es tut mir echt leid für dich, aber was soll ich denn machen? So, wir müssen nochmal ins Willemir Inn uns trocknen und tropfe ich eigentlich noch? Es sieht nicht so aus, aber nee, ich brauche Feuer. You begin to warm up. Wilhelm. May the gods watch over your battles, friend. Anything you can tell me about? Okay. Farewell, kinsman. Temba Whitearm. This has to be the worst place in Skyrim to run a mill. How am I supposed to do anything with all those bears running around? What's making you so angry? My business is falling apart. My apprentice never listens to me, and now there's talk of dragons. If I hadn't sunk every bit of gold I had into my mill, I would have picked up and left Iverstead long ago.
Ich habe schon Drachen hier besiegt, genau hier in Iverstead. Also du. Are you kidding? Those damn things will drive me right out of business. Tell you what, bring me 10 of their pelts from anywhere in Skyrim. I'll gladly pay you for thinning out the herd. Thinning out the herd. How could bears run you out of business? Have you ever seen what a bear does to the trees? They jump on their hind legs and scratch them to bits, marking their territory or something. It's getting to the point where I have to scour Skyrim for untouched trees at the right size. Cost me too much time and money. Okay. Now go... those stupid bears, what's coming to them? Halt's Maul. Wenn ich will, mach ich's. Wenn ich nicht will, mach ich's nicht. Was glaub ich denn überhaupt? Cave Bear Pelt 3 und Dingens Bear Pelt müssten es 2 sein, ne? Jetzt auf Bärenjagd gehen oder was? Ich hab tatsächlich nichts Besseres zu tun. Snow Bear Pelt. Nur einen Snow Bear Pelt, siehst du mal. Voll die Akroschleuder. Der da ist arrogant. Wer ist das? Das ist sie, also die sah von der Seite ganz anders aus eben. Ich dachte, sie hätte lange Haare, deswegen irgendwie, keine Ahnung. Lindley Starsong. Nein, danke. Ich warte jetzt eigentlich nur noch, bis ich komplett trocken bin und dann geht's weiter. Weiter. Is it absolutely necessary for come, shut the fuck up, man. Fucking bitch. Ich müsste doch bald mal completely warm sein, oder? Vielleicht kann ich einfach mal nachgucken. Powers, Battlecry, Configure Auxiliary. Nein. Weather Sense. You are warm, not completely warm. You cannot sense the outside weather. Da stirbt gerade jemand, oder? Okay. Müsste gleich soweit sein, dass wir completely warm sind. Können sie auch wieder hier Menschenherz holen. Super lecker, super toll. You don't look like a pilgrim. Why bother visiting Iverstead? Halt die Schnauze. Basianus Axius. Was ist das überhaupt für ein Name? So, ich gehe jetzt trotzdem raus. Ich hab keinen Bock mehr zu warten. Der geht mir auf den Sack. Wir haben die Necklace geholt. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt machen wir noch die Banditen kalt. Und dann sind wir der Held von Iverstead. Nee, noch nicht ganz. Wir müssen noch Bären killen. Ah, verdammt. Lang hat er sich mal in den Fluss gekackt. Entschuldigung. Ich gehe einfach mal geradeaus. Oh, guck mal, da vorne ist wieder so ein Imperial-Lager. Gehen wir auch gerade voll drauf zu. Hier rechts ist eine Höhle. Das könnte wieder so eine Bärenhöhle sein. Häschen, Häschen! Ja, mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall direkt auf so einen Turm zu. Ich brauche einen Bärenpelz. Wo bist du, Bär? Wo bist du? Ich habe ihn doch gehört. Der kommt von da. Ah. Voll ins Auge, das ist schon fies. So, nächster Bärenpelz. Es tut mir ja irgendwie leid um die Tiere, aber was soll ich machen? Die respawnen ja zum Glück. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt wieder meinen Kolben ausgepackt habe. Ich meine meinen Streitkolben, nicht was anderes. Entschuldigung. Ich bin zu...
Wo? Wo? Ah, guck mal da hinten. Das wird treffen. Zack. Macht Spaß, so mal aus der Ferne anzugreifen. Ist echt cool. Okay, der ist tot. Was will er denn jetzt von mir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Na, kühle Samen! Geil. Okay, Orichalcum. Oh, Orichalcum Ingot. Meiner Stamina. Witchblade, was ist das denn? Witchblade holt. Ach, Heavy Armor. Willst du mich verarschen? Okay, Bandit Iron ist mir ehrlich gesagt zu schwer. Steel Cuffed Boots. Die könnten eigentlich. Die nehme ich schon mit. Okay, Mace, oh, den nehme ich auch gerne mit. Und Backpack. Ja, komm, was soll's. Und den Trollpelz auch noch. Troll. Ach, wir nehmen alles mit, komm. Okay. Ich speichere mir lieber nochmal. Pack den Bogen aus. Jetzt gehe ich zu den Bandits. Die müssten hier vorne sein. Das war sicherlich noch nicht der Bandit-Leader, aber die müssten noch hier irgendwo. Die müssten hier irgendwo sein. Ich schleiche schon mal. Irgendwo da hinten geht's böse ab. Ach, das sind wahrscheinlich wieder hier Stormcloaks, oder? Das für Typen. Controller. Okay, Conjurer ist tot. Noch einer. Okay, den hätte ich jetzt eh nicht killen können. Wenn ich den angegriffen hätte, wäre ich voll. Ist wahrscheinlich einen von den Imperials getroffen, dann wäre ich vorbei gewesen. Wir sind irgendwo. Hier müssen die Banditen sein. Hier geht's wahrscheinlich. Hier geht's auch gerade rund, auf jeden Fall. Hier tue ich nichts. Was sind die denn? Cool. Was sind die? Richtiger Krieg hier. Ach, das ist wieder so ein Battlefield. Okay. Sorry, ich brauche einen Bärenpelz. Ich weiß nicht, wer da wer ist. Not like this. Stormcloak-Soldier, okay. Da ist ein Bandit, na okay. So. Noch einer aufs Maul? Guck mal, da sind noch mehr Leute. Weil das könnte auch wieder Stormcloak. Habe ich den Stormcloak eigentlich gekillt? Das könnte auch wieder Stormcloak sein. Hier ist ein Bandit. Painted Iron Shield. Sieht cool aus, aber brauche ich nicht. Oh, Steel Arrows. Die nehme ich sehr gerne. Steel Greatsword ist auch jetzt nicht unbedingt. Steel Arrow nehme ich mit. Steel Greatsword auch nicht. Get out of here.
anstatt dass sie jetzt. Oh. Anstatt dass sie jetzt einfach dankbar ist, dass ich sie gerettet habe, weißt du? Nein. Banditen halt. Shaman Life Rope. Ja. Zensur, Zensur. Oh, geil, Lord. Das sieht nice aus. Das nehme ich mit. Die Nordic-Waffen gefallen mir wirklich ganz gut. Zum Glück weiß keiner, dass wir hier auch die Stormcloaks und die Imperials. Ne, die Imperials ja nicht. Und Stormcloak auch gekillt haben. Light Spiked Kaichi. Das ist ja auch geil. Ein Spiked Chili ist ja cool. Nimm's mal mit. Eventuell müssen wir nachher was aussortieren, aber das ist dann halt so. Okay, wir müssen in die Ruinen und dort wahrscheinlich in irgendeine Höhle rein, also in so eine Befestigung rein. Da ich ja kein Pferd habe, ist alles scheißegal. Ich wünschte, man könnte es irgendwie anbinden, dass es dann einfach da bleibt, wo es sein soll. Ach stimmt, die Kiste kann man ja gar nicht kaputt machen. Wir können den Sack durchsuchen. Tomaten, toll. Ich hätte gern Salz. Jemand Salz dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht. So, hier draußen sind auf jeden Fall keine mehr. Ich finde es auch interessant, dass die da drinnen nichts mitbekommen von den draußen. Dass es so ultra abgeschottet ist, dass auch keiner mal reinrennt. Hey, wir werden angegriffen, Hilfe! Nein, die sterben hier draußen und die innen drinnen, die wissen von gar nichts. Finde ich sehr seltsam. Aber gut. Die Frage ist, wo ist der Bandit-Leader? Wo ist er denn? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Hier unten, hier ist sie nicht, ne? Ne, hier ist sie nicht. Ah, guck mal, Erz. Jetzt ist Orikal kommen. Ah, ne, ach, Nekorundum war es ja, stimmt ja. Das brauchen wir, glaube ich, für Stil, ne? Ich glaube, das brauchst du für Stil. Sehr praktialisch. Oh, ein Saphir. Auch gut. Corundum. Okay. Ich glaube, ich stehe jetzt eigentlich. Ah. Das war's schon. Okay. Gut. Gather 10 Bear Pearls. Achso, das waren die Bear Pearls. Gut, das war's schon. Das war jetzt irgendwie easy. Ich habe mir jetzt mehr auch oft ehrlich gesagt. Hilgrunds Tomb. Da müssen wir auch irgendwann wahrscheinlich rein von der Quest. Was ist das hier? Ah, das war das Battle of Bethulft. Okay. Alchemist Check. Da waren wir auch schon. Okay, dann wieder zurück. Ich könnte theoretisch nochmal hier zu dem Imperial-Zeichen gehen und mal das Imperial-Lager einfach mal anschauen. Da liegen ja auch noch die Conjurer rum. Ich bin so froh, dass ich keinen von denen getroffen habe. Ashpile. Könnte auch ein Vampir gewesen sein. Weiß nicht, zerfallen die Conjurer auch zu Asche? Stay alert. Imperial Quartermaster. Weapons, was hast denn du Schönes? Ein verzauberter Battle Axe. Elfenbow of Enervating. Okay. Steel Warhammer of Zapping. Okay. Hier was Schönes dabei. Oh, der Schild sieht nice aus. Okay, den Heroic Helm brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der ist auch verzaubert, aber brauche ich auch nicht unbedingt. Das sieht auch nice. Ich wünschte, man könnte die selbst bemalen. Oder sich aussuchen, welche man herstellt. Das wäre so cool. Vielleicht geht es so. Die sehen ja nice aus. Witchblade Greaves, die sind ja cool. Ich hoffe, die finden wir irgendwo. Ich habe keinen Bock, die zu kaufen, ist mir zu teuer. Ja, ist nicht so teuer, ich weiß, aber wir haben ja auch nicht alles vom Witchblade. Das wären dann nur die Schuhe und die Hood, die ich halt gefunden habe. Wobei ich die noch seltsam finde. Vielleicht verkaufe ich dir ein paar Waffen, wenn ich was habe. Das auf keinen Fall. Orkish Dagger, die würde ich auch lieber einschmelzen, ehrlich gesagt. Orkish Mace. Bringt so vom Geld her auch nicht wirklich viel, ne? Novakin, Dragonborn!